Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euch für ein Zahn- oder Humanmedizinstudium in Sofia interessiert, vielleicht in Deutschland keinen Platz bekommen habt und jetzt nach einer Alternative sucht, dann seid ihr in diesem Video garantiert richtig, denn heute gebe ich einen ausführlichen Erfahrungsbericht ab über mein Zahnmedizinstudium in Sofia und ich werde natürlich auch über die Humanmedizin berichten, da ich natürlich viele Freunde habe, die eben Human machen. Die meisten deutschen Studenten, wir sind in etwa 500, 600 Stück, die machen tatsächlich Humanmedizin und nur eine Minderheit studiert Zahnmedizin, so wie ich. Weil mein Mitbewohner eben auch Humanmedizin studiert, habe ich auch sehr, sehr viele Eindrücke davon. Also seid da unbesorgt diesbezüglich. Ich fange mal an mit meiner Anfangszeit insofern. Am Anfang gab es noch gar nicht so viele Deutsche. Als ich damals vor knapp 5 Jahren angefangen habe, das war 2015, dort Zahnmedizin zu studieren. Wir waren aber auch ja, von Anfang an eine eingeschworene Clique, eine eingeschworene Community, weil natürlich ja, hält man zusammen, wenn man in Deutschland, wenn man als Deutscher irgendwo im Ausland ist. Und so haben wir uns relativ rasch organisiert und in der Gruppe hatten wir so mehrere Deutsche, waren aber eine gemischte Gruppe. Das heißt, wir hatten auch viele Leute aus Griechenland, wir hatten jemanden aus Österreich, wir hatten jemanden aus Syrien und genau, also es war eigentlich relativ gemischt. Insgesamt gibt es Leute aus über 40 verschiedenen Ländern, das heißt aus Saudi-Arabien, aus Schweden, aus Dänemark, aus Finnland. Ja, so gut wie aus allen erdenklichen Ländern haben wir Leute, das heißt, es ist wirklich extrem international und das macht auch diese ganz besondere Atmosphäre aus, die einfach unvergesslich schön ist. Und jetzt rückblickend, ja, ich bin ja jetzt bald fertig mit dem Studium, toi, 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 ja, wirklich etwas Besonderes ist, was ich nicht missen möchte. Und ja, mein ganzes Leben sähe so unfassbar komplett anders aus, hätte ich all diese Menschen nicht getroffen, all diese Menschen und all diese Kulturen nicht kennengelernt. Ja. Mittlerweile habe ich Freunde auf der ganzen Welt, in fast jedem Land kenne ich jemanden und das ist wirklich etwas Wunderbares. Also wenn ihr Leute, wenn ihr Medizin oder Zahnmedizin studieren möchtet, wie ihr in Deutschland keinen Platz bekommt, dann zögert nicht zweimal. Ja. Das Medizinstudium hier in Sofia ist einfach unfassbar schön. Ihr werdet eine wunderbare Zeit haben. Es ist auch keineswegs schwerer als in Deutschland. Zwar studieren wir hier auf Englisch, was anfänglich etwas schwieriger ist. Dafür nimmt die Uni sehr viel Rücksicht darauf. Und naja, ja, die Thematik ist dann auch gerade im ersten Jahr so ein bisschen lascher, ein bisschen einfacher, bis es dann eben immer anspruchsvoller wird. Und generell dadurch, dass wir kein Physikum schreiben, sondern Klausur für Klausur, haben wir auch mehr Inhalt als in Deutschland und müssen dann eben noch breiter, mehr in die Tiefe lernen, was wirklich gut ist. Das heißt, das System ist so ein bisschen humaner, aber trotzdem ist die Ausbildung meiner Meinung nach ein Stück weit besser. Vor allem in der Zahnmedizin, aber auch in der Humanmedizin haben wir wirklich tolle Vorteile. Wir haben 12 Universitätskrankenhäuser, wo dann die Humanmediziner eben immer, je nachdem welches Fach sie haben, eben untergebracht sind. Das heißt, wer zum Beispiel Dermatologie hat, der ist an einem Krankenhaus nur für Dermatologie, einem Krankenhaus nur für Neuro, wenn es um Neurologie geht. Und das ist halt einfach ein extremer Luxus, den man in Deutschland nicht hat. Also wir haben eine unglaublich große Ressource an Patienten und Fällen in spezialisierten Krankenhäusern. Wir haben eben auch die entsprechenden Experten. Das ist, wie gesagt, die Hauptstadt eines Landes, eine europäische Metropole. Und hier sammelt sich eben alles, was Rang und Namen im Land hat, auf der medizinischen Ebene. Das heißt, ihr solltet euch da wirklich keine ja, großen Sorgen machen. Die Medical University of Sofia kann jederzeit mit einer Universität in Deutschland mithalten, was das Niveau und ja, die Expertise angeht. Was das Studentenleben angeht, ist einfach wunderbar. Ja, ihr habt eine Großstadt. Ich war am Anfang so viel feiern im ersten Jahr. Ich war dauernd weg. Jedes Wochenende war ich weg, war was trinken. Ja. Und solange man das Ganze nicht übertreibt und wirklich auch weiß, warum man nach Sofia gekommen ist, so wie es wirklich eigentlich alle Deutschen machen, die ich kenne, mit vielleicht ein paar Ausnahmen von Leuten, die auch ja, vielleicht auch mal ein bisschen öfter feiern gehen, aber eben trotzdem ihr Studium auf die Reihe bekommen. Ja, so sind doch die meisten so, dass die wirklich sehr, sehr wenig feiern gehen. Aber im ersten Jahr empfehle ich das auch immer jedem. Leute, macht, erlebt was, findet Freunde,
Es ist auch wichtig, Leute zu finden, mit denen man lernt und mit denen auch mal was Schönes erlebt. Und ich persönlich war wirklich sehr oft feiern im ersten Jahr. Ich habe wirklich mein Leben genossen. Gleichzeitig natürlich die Uni gerockt. Das war natürlich alles wahnsinnig aufregend. Das ging unheimlich schnell. Aber am Wochenende dann in einem fremden Land zu Hause zu sitzen, das kam für mich auch nicht in Frage. Dann war ich eben öfter weg. Wir haben wunderbare Sachen unternommen. Man kann in Sofia wunderbar Skifahren gehen. Da fährt man mit einer Gondel von der Stadt in die Berge und für 40 Lever, also 20 Euro, kann man sich das Skizeug ausleihen und dann auf 6 verschiedenen Pisten fahren. Das ist echt mega cool. Shopping-Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Es gibt, glaube ich, ungefähr 6, 7 riesengroße Shopping-Malls, so wie in der USA ist es ein bisschen. Es gibt es in Deutschland vielleicht gar nicht. Vielleicht das KDW in Berlin könnte man als Vergleich ranziehen oder das Bräuninger Land. Ja, sowas ist sehr, sehr groß insofern. Und ihr könnt halt alles machen. Also die Erstis jetzt, die gehen wahnsinnig viel bouldern. Das ist eine Gruppe, die geht jedes Wochenende. Es sind ungefähr 20 oder 15 Leute, die da jedes Wochenende bouldern gehen in so einer Kletterhalle. Und dann, ich persönlich gehe sehr gerne ins Kino, auch mit meiner Freundin. Es ist einfach mega cool. Ihr habt die Filme auf Englisch, also in Originalsprache. Das heißt, die kommen auch viel früher raus als in Deutschland und ihr habt teilweise mega die coolen Kinos. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Kinos, in denen man total viel Platz um sich rum hat. Das heißt, hinter euch sitzt euch nicht gleich der Nächste im Nacken, sondern ihr könnt euren Sitz nach hinten los hochfahren und liegt dann im Kino, könnt dann da eure Tacos essen oder Popcorn oder was auch immer. Ja, also es gibt ein wahnsinnig großes Angebot. Ihr könnt auch Lasertag spielen. Ihr könnt eigentlich alles machen, was man zum Beispiel in Berlin auch machen kann. Es ist einfach eine typische europäische Metropole. Ja, also mein erstes Jahr war wirklich abenteuerlich, war wirklich viel weg. Es gab Erstsemesterfeiern. Ich war öfter mal aus und dann habe das Ganze halt abgenommen mit dem Anspruch der Universität. Ich bin immer weniger ausgegangen, habe mir dann Sport gesucht, bin ins Fitnessstudio, bin schwimmen gegangen. Also ich habe ein großes Schwimmbad. Das gibt es direkt neben der Uni, aber eben auch direkt gegenüber von da, wo ich wohne. Und da gehe ich eben sehr oft hin. Und ja, dazu war ich auch noch am Anfang ein paar Mal Tennis spielen, habe das dann aber weniger gemacht, damit es einfach ein bisschen zu aufwendig war und es schneller geht, einfach schnell ins Fitnessstudio zu gehen. Und Zeit ist halt wirklich alles. Also gerade in höheren Semestern, da muss man schon sehr viel lernen. Das müsst ihr natürlich wissen. Ihr müsst halt wirklich auch Bock haben darauf, viel zu lernen. Aber es ist was völlig anderes als in der Schule. Es macht halt mega Spaß. Es ist genau das. Ja, was einfach faszinierend ist und meiner Meinung nach das Faszinierendste auf der Welt, nämlich der menschliche Körper. Und ja, wenn es dann in die höheren Jahre geht, in die höheren Semester, dann seid ihr halt schon sehr nah am Arztberuf dran und genau an dem und macht genau das, wofür ihr eigentlich angetreten seid. Und das ist halt schon sehr, sehr cool. Und ich denke, also wenn ich dann die Gesichter blicke von den Leuten, die von meinen Kommilitonen, dann merke ich schon, dass so gut wie alle eigentlich richtig dafür brennen und das ist einfach schön, ja. Leute, die halt extra den Schritt ins Ausland jagen, die sind halt einfach ein bisschen motivierter mit mehr Spaß an der Sache als viele, die in Deutschland das Ganze eben nur aus karrieretechnischen Gründen machen, aber vielleicht gar nicht so die Leidenschaft haben, also typischen 1-0er. Ich möchte es nicht jedem unterstellen, aber ich habe öfter den Eindruck und insofern ist es nicht so und insofern sind die Leute halt auch auf der persönlichen Ebene einfach ein bisschen stärker meiner Meinung nach. Weil Persönlichkeitsentwicklung, das kommt eben nur, wenn man ins Ausland geht, wenn man mal komplett wo neu ist, wenn man nicht schon ja gestärkt eben in seiner gewohnten Umgebung ist, sondern wirklich mal kompletter Neuling ist, jemand ist, der Ausländer ist, sich anpassen muss. Es hat so viel dazu beigetragen, einen Charakter zu bilden bei mir. Und ich habe mich dadurch sehr stark entwickelt und ich denke auch eben alle anderen, die mit mir eben mitstudieren, und das ist natürlich auch, also Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, wenn man ins Ausland geht. Am Anfang ist es natürlich nicht immer leicht, man muss sich einfach neu einfügen, aber man hat auch die Chance, dass man eben mal komplett von null anfängt, keine Freunde im Ausland, man kennt noch niemanden, man ist niemand, man hat keine Rolle. Das heißt, ihr könnt euch quasi auch ein Stück weit neu erfinden. Das ist meiner Meinung nach was sehr Gesundes, was sehr Gutes für euer Leben, für eure Entwicklung und ich kann es wirklich jedem raten. Ich möchte jetzt nicht genauer eingehen auf die Details, auf die Studiengebühren, wie man sich das Ganze finanziert oder wie genau Prüfungen ablaufen, denn dazu habe ich bereits sehr viele Videos gemacht. Ich wollte euch einfach einen Erfahrungseindruck geben von mir über die 5 Jahre hinweg, die ich jetzt
studiert habe. Ich komme jetzt ins 10. Semester, beende das und dann im Januar mache ich meinen März mache ich mein Staatsexamen und bin dann fertig und werde dann in Deutschland als Zahnarzt anfangen zu arbeiten. Wenn ihr genauere Informationen braucht zur Finanzierung, zur Prüfung, wie das Ganze hier abläuft, ja, oder zu weiteren Details oder wenn ihr Interviews von mir mit anderen Deutschen hören möchtet, dann schaut euch auf meinem Kanal um. Hier geht es ganz, ganz viel um diese Themen, um das Medizinstudium im In- und im Ausland. Aber es geht auch sehr viel um die Berufswahl und die Frage, wie man seine Leidenschaft, seine Passion und seine Berufung im Leben findet. Dazu eben auch ganz viele Videos, verschiedene Studiengänge, verschiedene Berufsmöglichkeiten hinsichtlich der Digitalisierung, inklusive Gehaltsanalysen. Da wird eigentlich in nächster Zeit alles dabei sein und sehr viel kommen. Klickt also auf Abonnieren und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video, euer Marcel. Und halt, bevor ich es vergesse, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich habe meine Kontaktdaten hier unten in der Infobox angegeben und ich antworte immer, auch wenn es manchmal klausurenbedingt, unibedingt ein bisschen länger dauert. Schreibt mir ruhig nochmal und hakt nach, wenn ich es mal vergesse. Und dann sehen wir uns entweder mal ja, persönlich quasi, wenn ihr mir schreibt, oder im nächsten Video. Das war's. Bis zum nächsten Video.